Willkommen zurück zu Batman Arkham City. Meine Güte, ich bin hier immer noch geflasht von der letzten Folge und von der letzten... Wie soll ich das nennen? Von der letzten Aktion, die hier... Es ist einfach unglaublich. Meine Güte, was hier alles passiert in Gotham City. In Arkham City. Meine Güte. Okay. Bericht zur Beobachtungsplattform vom Wonder Tower durch, um Protokoll 10 zu stoppen. Das schaffen wir. Oh Gott, das ist so krass. Alles, was hier alles passiert, Mensch. Einfach überwältigend. Das Spiel, das, was das noch in den letzten Folgen so reißt. Das gibt mir vor allem auch Laune auf Arkham Knight. Batman Arkham Knight. Auf den nächsten Teil von, beziehungsweise auf den letzten Teil der Entwickler. Da war ich jetzt nicht rein. Er wollte aber auch seine Flügel nicht öffnen. Das heißt, wir müssen hier, glaube ich, irgendwie klettern. Ein bisschen manövrieren. So. Knapp daneben, ne? Aber ich wollte schon sagen, knapp, aber passt schon. Anscheinend nicht. Wir können uns aber auch entfernen. Zack, und dann aktivieren. Und durch die Tür. Rede mit Fiona Wilson. Machen wir. Du bist das. Ich sagte, ich würde zurückkommen. Hat ganz schön gedauert. Zuerst herrschte völliges Chaos. Dann kamen Jokers Männer her und haben ein Lager errichtet. Ich habe mich versteckt, so wie du es gesagt hattest, aber... Was ist passiert? Da waren Wachen. Du weißt schon, die Typen, die für Strange arbeiten. Sie kamen her und haben angefangen, jeden umzubringen. Es war ein Blutbad. Anscheinend versucht Strange, seine Spuren zu verwischen. Sie scheinen sich gut zu verstecken, Doktor. Weiter so. Bleiben Sie hier. Ich kümmere mich um die Wachen im Raum. Und das werden wir auch machen. Ganz kurz hier die Lage und die Gegend checken. Da sind... Und. Ja, die hat sich echt in der Tat gut versteckt. Das will ich gar nicht abstreiten. Das war der letzte. Bereich gesichert. Tiger 43 an Turm, der Raum ist gesichert. Alle neuen Insassen wurden neutralisiert. Sehr gut. Protokoll 10 macht große Fortschritte. Und kommt her! Während wir uns der letzten Phase von Protokoll 10 nähern, möchte ich die Zeit nutzen, allen Tiger-Einheiten für ihre wundervollen Leistungen zu danken. Naja, und der ist, Hugo Strange ist am richtig am Schleim. Wir müssen uns zügig einer Sterblichkeitsrate von 22% annähern. Meinen Berechnungen zufolge werden sämtliche Insassen von Arkham City innerhalb der nächsten 3 Stunden sterben. Dann tritt Protokoll 10 in Phase 2 über. Zum Ende des Monats werden in Keystone und Metropolis neue Lager nach dem Muster von Arkham City entstehen. Wir alle können stolz auf das sein, was wir geleistet haben. Wir bieten die Lösungen, die diese Welt braucht. Wir sind die Zukunft. Okay, ich wollte Hugo Strange nicht dazwischen reden. Aber, naja, vielleicht wird er bald aufhören daran zu glauben, dass hier alles so nach seinem Plan läuft. Er hat einen von euch Torteln ausgeschaltet. Nicht nur einen. Da bist du noch ein bisschen zurückgeblieben in der Zeit. Alle. Oder? Waren das jetzt alle? Monate des Trainings und ihr schafft es nicht, Batman zu besiegen. Ach ja, ich bin halt so gut. Das ist inakzeptabel. Und das hacken wir, damit wir da durch können. Oh, Virus. Nein, Virus. Passwort abgelehnt. Nein. Okay, wir müssen anscheinend noch was machen. Okay, ich habe was gesichtet. Und zwar ein Titanbehälter für Bane.
Ich weiß nicht, ob wir die überhaupt noch abgeben können. Jedenfalls machen wir das einfach mal, zumindest aus Spaß, aus Lust und Tollerei. Ich versuch's einfach mal nochmal. Mann, und das sind richtig... Nein! Oh. Richtig schwere Passwörter hier. Jawohl! Boah, viermal mussten wir das knacken. Echt eine harte Nuss. Ich war schon kurz davor aufzugeben. Und jetzt nochmal. Meine Güte, jetzt werden hier unsere Gedanken, unsere Gehirnzellen ganz schön gefordert. Auf nach unten. Nach oben, Entschuldigung. Naja, wenn er meint, auf jeden Fall werden wir es schaffen. Wir glauben an uns. Und wir sind jetzt auch schon fast oben, oder? Alter Finne. Alter Schwede, alter Deutscher, was ist das hier nur? Nächster Halt, Beobachtungsplattform. Vorsicht, der Aufzug. Sichert die Tür. Ja, Sir. Sobald die Tür aufgeht, töten wir jeden im Aufzug. Es könnte einer von uns sein. Nein, die Zentrale sagt, es ist Batman. Cool, geladen und entsichert. Mach die Tür auf. Und aufmachen. Feuer! Rauchbombe? Nee. Naja, damit haben sie nicht gerechnet. Und bäm und bäm. Und betäuben und zack, 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 zack. Und im Wechsel. So, und er damit. Er muss noch nachladen, Mann. Man steht da nicht mit entladener Waffe, beziehungsweise ungeladener. Wie sagt man das eigentlich? Entladen, ungeladener? Ich bin gerade ein bisschen verpeilt. Mehrere Ziele erfasst und neutralisiert. Boah, meine Güte, meine Güte. Noch eine Option muss es noch geben. Fabrik. Komm schon. Jetzt. Jawohl. Boah. Leute, was ein Ausblick, was ein Spiel. Ha. Wie schaffen wir das jetzt?
Naja, muss ich erstmal nachdenken. Wie kommen wir da hoch? Wie kommen wir da hoch? Ich dachte, wir fahren jetzt hier hoch und dann warten direkt schon unsere Gegner auf uns. Boah, meine Güte. Okay, wenn wir da runterspringen, kommen wir automatisch wieder hoch. Das heißt, wir fängt nicht alles von neu an hier, von vorn. Zack, so geht's auch. Wie sieht's aus? Stufe 1 wurde abgeschlossen, Sir. In den primären Einsatzgebieten liegt die Zahl der Toten über den Schätzungen. Gut. Die Angriffe jetzt auf das Museum konzentrieren. Kabelpots Festung dem Erdboden gleich machen. Bestätigt, Professor Strange. Und da hoch. Komm schon. Alter Schwede. Meine Hände sind so... Ich bin so mega am Schwitzen hier. Ich bin echt... Anscheinend können wir nur da hoch. Was ist, wenn wir jetzt hier einfach mal hier so hergleiten? Zack, da können wir uns die Riddler-Trophäe noch mitnehmen. Boah, ist das hier, alter Schwede, was machen die Entwickler nur? Ah. Wie kommen wir da jetzt rein? Gibt es hier irgendwie eine Option? Bleibt uns irgendwas übrig? Nein. Noch einmal. Zack. Was können wir noch machen hier? Komm hier rüber. Nein. Schaffen wir es da hoch? Nee, schaffen wir nicht. Ich hab was vor. Vielleicht funktioniert's ja. Nein. Es funktioniert leider nicht. Alter Schwede, was mache ich denn hier nur? Hier geht's her, oder? Raketen Start geortet. Okay, wir sind weiter oben. Sir, die ersten Bombardements auf das Museum wurden durchgeführt. Das Ziel wurde nicht zerstört. Das ist äußerst enttäuschend. Einen weiteren Schlag vorbereiten. Ich will, dass das Museum ausradiert wird, Captain. Dir läuft die Zeit davon. Strange wird jeden töten, der dort ist. Ich bin fast oben. Ich werde ihn aufhalten. Ich weiß. Ach Gott. Wie hat er all das schaffen können? Er hat hunderte von Menschen umgebracht und das mit dem Segen der Stadt. Er ist verrückt. Er hat einen Helfer. Wenn Protokoll 10 gestoppt ist, finde ich heraus, wer es ist. Alle Ziele bekämpft. Ich boah, wie man erstmal hier hochkommen muss. Ziel wurde erfolgreich bekämpft. Die können wir auch noch mitnehmen. Alter, 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 ich kann nur noch 1000-mal Alter sagen. So,
das noch hacken? Komm schon, komm schon. So, das nächste, das nächste. Okay. Jetzt sehr hoch. Ganz nach oben, ganz nach oben, ganz nach oben. Hallo? Hallo? Da ist der Lüftungsschacht. Zack. Batman ist ein würdiger Gegner. Er ist gefährlich, aber nicht unbesiegbar. Ach, glaubst du? Ja, für dich. Ja. Ja. Werden wir ja sehen. Die Spannung steigt. Okay, okay. Ihr dürft Batman nicht unterschätzen. Er wird versuchen, dort hineinzukommen. Er wird versuchen, euch zu besiegen. Lasst es nicht zu. Zack, mal wieder da hoch. Und zum nächsten Wasserspeier. Verwundeter, bei meiner Position. Sichtkontakt zur Zielperson. Ziel gesichtet. Batman ist da drüben. Stimmt doch gar nicht. Da ist er. Da ist Batman. Entschuldigung, wenn ich jetzt manchmal nicht rede. Es war auch manchmal in den anderen Folgen so. Ich war einfach zu konzentriert. Das war echt. Da kannst du nicht mehr viel reden. Und wenn es um die Wurst geht, da musst du echt voll dabei sein. So, und wo ist der nächste? Wo ist der nächste? Seid ihr blind? Batman ist da drüben! Batman ist in dem Raum! Granate! Ach, da können wir ganz was wollte ich sagen? Granate! Batman, mir jagt man keine Angst ein. Verstecken Sie sich ruhig hinter dieser Maske. Ich werde Sie von Ihrem zerschmetterten Gesicht reißen und der Welt zeigen. Ah, ich hätte Doppelausschalten anwenden können. Zielperson bewegt sich. Da ist er. Da ist Batman. Zack, 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 zack. Komm schon, komm schon. Ziel gesichtet. Enttäuscht mich nicht. Batman ist mit euch da drin. Haltet ihn auf. Batman ist da drüben. Bitteschön. Ach Gott. Ich bin besser als Sie, Mr. Wayne. So, mein Freund. Ach ja. Kein Objekt geortet. Naja, wir werden noch da reinkommen. Glaubt man nicht, dass wir das nicht schaffen. Hugo Strange, mein Guter. Die zerschmetterten Körper, die Sie in dem Raum zurückgelassen haben, kümmern mich nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, den interessiert auch gar nichts, ne? Außer... Können Sie mich hören, Mr. Außer, Wayne? Außer sich selbst. Natürlich ne? Können Sie das. Außer damit er selbst. Damit das klar ist, Sie können mich gesagt? Nicht besiegen. Ich bin unantastbar. Ja. Ich hab eine Idee. Obwohl... Klein Moment. Unantastbar. Vielleicht möchten
Sie hier sterben, Mr. Wayne. Das ließe sich einrichten. Und jetzt... Ich weiß, dass Sie da sind. Sie können nicht fliehen. Oh, was ist denn das jetzt hier? Oh, Mann. Vielleicht möchten Sie hier sterben, Mr. Wayne. Das ließe sich einrichten. Willst du dann auch mal? Um mir kurz zu knacken, musst du den linken und rechten Stick langsam im Kreis bewegen. An dem die Buchstaben, okay. Ich weiß, dass Sie da sind. Sie können nicht fliehen. Das mache ich ja die ganze Zeit. Ja. Sie haben nicht gewonnen. Sie können nicht gewinnen. Ich, Hugo Strange, bin Ihr Nachfolger. Ich habe Gotham gerettet. Oracle, schalte hier alles aus. Mit Vergnügen. Du hast alles ruiniert. Nimm sie ihre Hände weg. Sehen Sie, was Sie getan haben. Ist großartig, nicht wahr? Ja. Ja. Sie sind erledigt, Strange. Ich habe mächtige Freunde, Batman. Das ist erst der Anfang. Niemand wird mich aufhalten. Schon bald werde ich Armeen befehligen, die ihr euch nicht mal vorstellen könnt. Ich habe erreicht, was der große Batman nie erreichen konnte. Ganz Gotham wird mir danken. Mir, Hugo Strange! Ihr Auftritt ist jetzt beendet, Professor Strange. Wieso? Ich habe getan, was Sie wollten. In der Tat. Sie haben deutlich gezeigt, dass Sie Batman in jeder Hinsicht unterlegen sind. Lass ihn sterben, Detective. Er war deine Marionette, Ra's. Wieso? Sie sagten, ich würde Ihr Nachfolger. Das war unsere Vision. Und Sie haben es nicht zu Ende gedacht. Aber... Als Sie kamen, um mir Batmans Identität zu verraten, gab ich Ihnen die Chance, Ihren Wert unter Beweis zu stellen. Und nicht nur das, sondern auch unbegrenzte Ressourcen für Ihren Plan. Sie sind dem Ziel sehr, sehr nahe gekommen und dennoch haben Sie mich enttäuscht. Er wird sterben, Ra's. Er braucht Hilfe, und zwar sofort! Tu, was du willst, Detective. Für mich ist er längst tot. Ich bin so nah dran. Geben Sie mir etwas mehr Zeit. Zu spät. Keiner erhält von mir eine zweite Chance. Das ist ein guter Tag, Detective. Gut? Es werden Menschen sterben. Die Welt vermisst sie nicht. Wieso solltest du es tun? Betrachte mein Werk. Du magst Strange besiegt haben. Aber das ist nur der Anfang. Komm mit mir. Gemeinsam werden wir diese Welt bereinigen. Niemals! Du irrst dich, Ra's. Du bist zu dem geworden, was du bekämpft hast. Und ich werde dich aufhalten. Das bezweifle ich. Computer, aktiviere Protokoll 11. Was tun Sie da? Zugangscode Wayne. Nein! Raus da! Nein, nein, nein! Ich
Ra's al Ghul ist tot. Und er war der Bösewicht. Bruce, alles in Ordnung? Der Turm ist explodiert. Ich hab's gemerkt. Ein Glück, dir geht's gut. Ra's al Ghul war die geheimnisvolle Macht hinter Hugo Strange. Das alles war Teil seines Plans. Machst du Witze? Wo ist er jetzt? Sagen wir es so, er wird einen Ausflug zur Lazarusgrube brauchen. Hallo? Ist da jemand? Ich melde mich später. Es passiert gerade was. Hallo, Batman. Ich weiß, dass du mich hörst. Hoffentlich habe ich keinen schlechten Zeitpunkt erwischt. Ich hatte solche Angst davor, dass du mich vergessen könntest. Sieh dir mal deine Freundin an. Wie du sehen kannst, läuft sie Gefahr, ihr hübsches kleines Gehirn überall auf dieser Kamera zu verteilen. Ignoriere ihn, Liebster. Lass ihn sterben. Ah, wie romantisch. Das Blöde daran ist nur, dass es mir nie besser ging und du mich einfach nicht ignorieren kannst. Oder doch? Hör zu, Batman. Ich stell für dich eine kleine Show auf die Beine. Das wird der absolute Hammer. Ein echter Straßenfeger. Du solltest dich aber beeilen. Lässt du dir zu viel Zeit, liegt die Hauptdarstellerin nachher noch tot in ihrer Umkleidekabine. Aktiviere Ortungssender. Nimm Joker das Heilmittel ab und folge dem Ortungssender, um Atalia vor Joker zu retten. Hey Batman, hörst du mich? Ja, so. Leute, ich bin gerade am Überlegen, wie ich das machen werde. Soll ich jetzt hier das als letzte Folge noch weitermachen? Ich glaube, dann wird sie zu lang. Angriffe abbrechen und sofort zur Basis zurückkehren. Wiederhole, sofort zur Basis zurückkehren. Ich dachte schon, das wäre das Ende, aber das Ende wird noch kommen. Ich dachte, das wäre die letzte Folge, aber die letzte Folge wird noch kommen. Ha! Meine Güte, was ist das verrückt jetzt hier? Gegen Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, das war eine unglaublich krasse Folge. Ich hoffe, die nächste wird noch krasser. Bleibt weiterhin dran. Bis dahin. Ciao. Danke. Ciao.